Einen wundervollen guten Tag. Das Leben zählt nicht in Jahren, sondern in Augenblicken. Ja, ich glaube, das hat jeder, der schon ein halb betuchtes Alter und noch älter erreicht hat, schon erkennen dürfen, dass so rückblickend betrachtet nicht die vielen Jahre mit ihren vielen, ja, relativ gleichförmigen Tagen, wo man halt auf bestimmte Augenblicke hingearbeitet hat, zählt, sondern eben halt der Augenblick selbst. Das kann denn der geplante sein, ja, wenn es die Hochzeit ist, aber auch der ungeplante, wenn es das Hochzeitspaar ist, bevor es sich Jahre zuvor das erste Mal trifft. Das können ganz viele Augenblicke sein. Man denke da an die Kindheit, wo ganz viele neue Sachen passiert sind, also quasi alles. Was auch mit ein Grund ist, warum das Leben, ja, ab dem Alter, was man Erwachsenenalter nennt, dann nicht mehr so viel an Augenblicken übrig hat, weil halt einfach nicht mehr so viel Neues dazukommt und man eher einfach an seiner Arbeit feilt und hängt. Ja, also das Leben zählt nicht in Jahren, sondern in Augenblicke. Genießt die Augenblicke, versucht ein paar mehr Augenblicke zu erhaschen, sie zu generieren, ja, und sie auch vielleicht bewusster wahrzunehmen, ja, wenn ihr mal auf einen Spaziergang geht oder sowas, macht das so, dass ihr das so ein bisschen buddha-mäßig versucht ins Bewusstsein zu rufen, was passiert eigentlich drumherum. Weil dann kann man das Alltägliche, was so die Jahre über passiert, auch in Augenblicke einfangen. Ich gönn's euch. Ich wünsche euch ein schönes, bald beginnendes Wochenende. Ist ja nur noch ein Tag und dann könnt ihr chillen, falls ihr nicht Ferien habt. In diesem Sinne, genießt den Augenblick und lebt wohl.